Willkommen zurück auf unserem Kanal bei Unforeseen Incidents. Ja, wir haben den guten Leroy in der letzten Folge angehauen um Autoersatzteile, weil wir ja das ausgeschlachtete Auto wieder flott kriegen müssen, um in die Stadt zu kommen. So, und jetzt können wir uns hier auf dem Schrottplatz mit Sicherheit mal so ein bisschen umschauen. Also hier oben haben wir auch den Motor, wo wir hoffen, dass da noch Zündkerzen drin okay. sind. Gasflaschen, Gasflaschen. Ah, das hier sieht aus wie ein Kühlerschlauch. Und wir haben einen Kühlerschlauch, so wie es ausschaut. Erstes Teil gefunden, yippie. Der Elektroschrott ist meine Lieblingsschrottsammlung hier. Ich habe hier schon so allerhand Perlen der Radiotechnik aufgespürt. Gut, aber Radiotechnik braucht man ja jetzt nicht. Wir sind auf der Suche nach Autoersatzteilen. Schauen wir mal hier. Aha, da ist die. Ich habe die Batterie gefunden. Super. Supi. Was haben wir hier? Ein paar rostige Radkappen und einen alten Föhn. Na. So, dann hier hinten noch was, was wir anschauen können. Was ist in diesem Haufen? Hm, nur ein alter verbogener Einkaufswagen. Gut. So, dann haben wir hier also den Kranhebel. Das Einzige, was wir jetzt tatsächlich noch nicht gefunden haben, ist das Kühlmittel. Er klemmt. Oh oh. Ma! Ich kann ihn nicht bewegen. Stück für Stück wird der Kran selber Teil des Schrotthaufens. Der Kreislauf des Lebens. Kleber, was haben wir hier? Lackierpistole. Das ist jetzt spontan nichts, wo ich sage, okay, damit kriegt man jetzt einen Hebel wieder flott. Der Hebel rührt sich nicht. Da hängt ein alter Motor am Kran. Leroy meint, dass da noch ein paar Zündkerzen drin sein könnten. Ach Gott. Wie schlecht ich in sowas auch meistens bin. Er klemmt. Könnte unser Multitool hier irgendetwas ausrichten? Das Multitool. Ja. Na? So. Ich glaube nicht, dass ich das Schrauben schlüsseln sollte. Ja, was sollten wir es denn dann kleben? Auch nicht, ne? Als ich sagte, ich werde diese Stadt reinigen, habe ich das nicht wörtlich gemeint. Außerdem habe ich nie gesagt, dass ich diese Stadt reinige. Das stimmt. Fischfutter, Fernseher, Lackierpistole, Kabel. Dann fragen wir doch nochmal den guten Leroy, bevor wir... Hey Leroy! Hey Harper! Um nochmal auf die Autoteile zurückzukommen. Ja? Der Hebel des Krans scheint irgendwie festzuhängen. Ah, ja. An die alte Lady muss mal wieder ein bisschen geschmiert werden, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich hoffe, ich verstehe es. Also, könntest du mir eine Flasche Kühlmittel geben? Welche brauchst du denn? Gibt's da Unterschiede? Ja, sicher. Guck mal hier. Anorganisch, biologisch, anorganisch. G12, G13, G18, E10, E12. Wow. Okay. Wo liegt da der Unterschied? Nimmst du das Falsche, fliegt dir der Kühler um die Ohren. Das ist der Unterschied. Schütte niemals die Bioplörre in einen Kupfermessingkühler. Das Ding ist sofort im Arsch. Okay. Lass mal stecken. Das müssen wir jetzt Ich muss noch mal einen Augenblick darüber nachdenken. So.
um nochmal auf die Autoteile zurückzukommen. Ja? Kann man die Karre noch sicher fahren, wenn man den Keilriemen durch etwas anderes ersetzt? Ja klar, ich meine, was ist schon sicher? Ich sitze hier, trinke auf dem Schrottplatz. Der Schrottplatz rast auf einem riesigen Stein durchs All. Alles eine Frage der Perspektive, Harper. Alles eine Frage der Perspektive. Gut. Lass uns über was anderes reden. Dann werde ich jetzt mal herausfinden, bis später, Leroy. Wir denn da brauchen? Leroys Wohnwagen. Achso. Er wohnt hier das ganze Jahr. Du weißt ja, Harp, Schrott ist mein Leben. So, einen Teil haben wir ja schon gefunden. Was jetzt bedeutet, wir brauchen irgendwie ein Schmiermittel und müssen rausfinden, welches Kühlmittel das richtige für den Motor ist. Super, wenn man sich mit der Autos überhaupt nicht auskennt. So. So, da steht jetzt zwar was mit drauf. Ich glaube, hier fehlt etwas Kühlmittel. Ja, das glaube ich auch. Geh irgendwas. So. Mit einem Schätzchen wie diesem habe ich mein Funkgerät während des großen Yelta- und Stromausfalls von 2006 betrieben. So, das ist schon mal richtig. Das ist eines der letzten Dinge, nach der ich eine Autobatterie werfen wollen würde. Mein so ein Aquariumschlauch ist ja auch elastisch, ne? Vielleicht ich kann einen Keilriemen nicht durch einen Aquariumschlauch ersetzen. Okay. Leroy meinte, ich brauche was Elastisches. Dann nicht. Dann nicht. G12, G13, G18. Also es ist auf alle Fälle irgendwas mit G. E können wir schon mal ausschließen. So. Hier muss Kühlmittel nachgefüllt werden. Ich glaube, hier fehlt etwas Kühlmittel. Ja. So. Zündkerzen. Keine Batterie. So, dann kommt hier die Batterie hin. Gut. Das heißt, wir brauchen jetzt noch was, was den Keilriemen ersetzt und das richtige Kühlmittel. Und die Zündkerzen. So, wie finde ich jetzt raus, welches G da gemeint ist? Hoppala, das war so nicht gemacht. Jakes Kompressor. Die Teile sind echt teuer. Jake würde den hier nicht einfach so rumliegen lassen. Es sei denn, er hatte nie vor, zurückzukommen. Selbst wenn wir das Ding flott kriegen, würde ich nicht damit fahren wollen. Das ist ja furchtbar, wie das ausschaut. Was haben wir da Schickes gekriegt? Ein Glas. Ich glaube, Jake hat darin Schrauben aufbewahrt oder so. Es startet nicht. Ach. Wir können noch mal zum Professor schauen, was der so rumstehen hat. Vielleicht gibt es da ja irgendwas, was als Schmiermittel taugt. Oder vielleicht finden wir auch irgendwas super Elastisches, was als Keilriemenersatz herhalten könnte. Vielleicht können wir auch fragen. Hey, Professor. Hallo, Harper. Ihr Auto ist noch nicht repariert. Ich bin aber noch dran. Jake hat der Karre ordentlich zugesetzt. Danke, Harper. Okay. Wiedersehen, Professor. Mach's gut, Harper. Schon mal nicht. Schauen wir mal, was da drin ist. Ich muss hier nicht weiter rumschnüffeln. Finde ich schon. Aber wir werden hier wahrscheinlich nichts Neues finden, deswegen gehen wir mal raus. So. Wir können auch nochmal bei uns zu Hause gucken.
was uns da irgendwie unterkommt. Vielleicht haben wir noch ein Packen Butter im Kühlschrank. Vielleicht. Meinst du so eine Strumpfhose als kalt? Nein. Das ist, ich werde die Strumpfhose doch nicht nehmen, oder? Bäh. Naja, vielleicht ist sie ja nützlich. Ich hoffe nur, das hat jetzt niemand gesehen. Das hoffe ich auch. Aber eine Strumpfhose als Keilriemenersatz? Also ich meine, dass die Dinger wahnsinnig viel aushalten, das weiß man, aber... Das wäre... schon ein bisschen... Hier gilt die Regel, wenn du die Schränke nicht öffnest, musst du die Schränke nicht putzen. Wer sich an die Regeln hält, hat auch keine Probleme. Ich mag es, an alten Radios und Geräten rumzubasteln, aber wahrscheinlich habe ich schon genauso viel kaputt gemacht wie repariert. Doch, kein Packen Butter, Emil. So, gucken. Ist nur sicherheitshalber. Und dann, wir können auch mal im Hotel dann vielleicht unseren Kumpel fragen, ob der vielleicht aus der Küche uns irgendwie Butter geben kann. Aber hier sieht jetzt ehrlich gesagt auch nichts nach was Brauchbarem aus. Deswegen, wir testen jetzt erstmal das mit der Strumpfhose. Auch wenn ich das kaum glauben könnte, dass das funktionieren sollte. Oder wir können vielleicht auch unsere Nachbarin nach irgendwie Schmiermittel, Butter, Fett, Öl. Mrs. Danman? Nachbarn helfen mir gerne. Hast du dir einen warmen Pulli angezogen? Ja, ja. Ja, drei übereinander, um ganz sicher zu gehen. Darüber macht man keine Scherze, Harper. Du solltest zu Hause bleiben, genau wie ich. Draußen ist es gefährlich. Haben Sie da drin alles, was Sie brauchen? Ich habe ein Regal voller Thunfischdosen und eine 50-seitige Fernsehzeitung. Thunfischdosen sind auch mit Öl. Dritten Weltkrieg überleben. Sind Sie sicher, dass Sie nichts mehr brauchen? Oh, Harper, mach dir um mich keine Sorgen. So, wir können aber auch sicher, gar nicht fragen. Du hast genug andere Dinge zu tun. Das stimmt. Okay, gut. Gut, gut. Mein Thunfisch muss jetzt nicht zwingend mit Öl sein. Das kann ja auch im eigenen Saft, wie es so schön, also in Saft, also wie es so schön heißt. So Thunfischöl würde schon gut gehen, denke ich. So. Wir probieren das jetzt auch. Fände es zwar, glaube ich... Mrs. Danmans alte Strumpfhose. Und ich trage sie mit mir rum, weil... Naja, man weiß ja nie. Weil wir versuchen, ein... Perfekt. Wenn Mrs. Danman wüsste, wie nützlich ihre Unterwäsche doch ist. Okay, das heißt Kühlermittel und Zündkerzen. Was ist denn das für ein G? Das ist... Nee. Hier muss Kühlmittel nachgefüllt werden. Ja, ja. Vielleicht steht ja, also vielleicht ist ja irgendwo was zu erkennen, was irgendwie... Zumindest der Ölstand sieht gut aus. Gut. Zumindest der Ölstand sieht gut aus. Wenigstens etwas. Ich glaube, hier fehlt etwas Kühlmittel. Nee. Mach Sachen. Okay. Gut. Jetzt brauchen wir trotzdem immer noch irgendwas, um den Hebel da zu schmieren. Deswegen werden wir einfach mal geschwind schauen, ob wir uns hier im Hotel irgendwas organisieren können, was als Schmiermittel herhalten kann. Hallöchen, Morten. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Hey, Morten. Hey, Kumpel. Okay. Also ich muss los. Schauen wir doch nochmal, was da drin war. Aber da können wir auch schon gar nichts mehr anklicken.
schauen wir doch mal. Vielleicht kann uns die Partygesellschaft im Keller helfen. Hallo. Hey, was darf sein? Wegen dieses Drinks. Was darf sein? Einen Orangensaft, bitte. Tut mir leid, haben wir nicht. Habt ihr Apfelsaft? Leider nicht. Wie wär's mit Ananassaft? Gibt's auch nicht. Tut mir leid. Johannisbeersaft? Die Prohibition ist vorbei, Kumpel. Wir verkaufen überhaupt keine Säfte. Wir haben eine strikte Nur-Alkohol-Richtlinie. Nur Alkohol-Richtlinie? Ihr müsst eine Menge Beschwerden bekommen. Nein. Das ist das erste Mal, dass es überhaupt angesprochen wird. Ich hab's mir anders überlegt. Naja, ich gehe dann mal. Okay. Bis später. Hier dann mal kein Erfolg. Ein eingerahmtes Football-Trikot. Die Schweißflecken folgen einem wirklich durch den Raum. Hi. Hey. Howdy. Was sind das hier für Videokassetten? Wir hatten eine richtig starke Warm-up-Party vorm Spiel. Ja, richtig stark. Wir haben uns zur Vorbereitung die ganzen Seagulls-Klassiker angeschaut. 5 Jahrzehnte großartiger Highlights. Na, das klingt ja lustig. Oh, es war unglaublich. Weißt du noch, wie wir die Vandals in den Playoffs zermalmt haben? Mein persönliches Highlight. Öde! Das Ligafinale zwischen den Seagulls und den Wolves. Oh Mann! Öde! Nur ein Spiel gegen die Raccoons. Und natürlich sind die Raccoons sang- und klanglos untergegangen. Ich erinnere mich an das Spiel gegen die Wolves. Ich sag dir, Evan Taylor hat das Spiel seines Lebens gemacht. Der hatte nur Glück. Glück? Taylor war unglaublich. 6 Touchdown-Pässe. Das muss Mai 1999 gewesen sein. Was für ein Tag. Wie dem auch sei. Sprechen wir nochmal über eure Warm-up-Party. Nicht schon wieder. Wie dem auch sei. Ich muss mal weiter. Bis später. Tschüssi. Okay, also auch hier... Ein bisschen übertrieben. Haben wir nichts, was wir... Mal sehen, ob die hier weiterhilft. Ein alter Videorekorder. Sogar noch in bester Verfassung. So, die Frage ist, bei was die helfen soll. Ich stelle mich den beiden lieber nicht ins Bild. Ich bin doch nicht lebensmüde. Okay. Gut. Ja, also jetzt muss mal gucken, wie wir am allerbesten weiterkommen. Was wäre die moderne Zivilisation ohne Steckdosen? Tut mir leid, Harper. Nur für Gäste. Ich habe eh keine Zeit, durch alle Etagen zu latschen. Lasst uns doch mal gemeinsam ins Inventar gucken, ob es hier irgendwas gibt, was man... Fischfutter. Fischfutter. Für Fische. Ausfischen. Eine Lackierpistole. Scheint mit etwas Farbe verstopft zu sein. Das Glas ist leer. Eine Kassette mit einem alten Footballspiel. Sie haben den Schreibschutz durch Rausbrechen der Plastiklasche aktiviert. Nett. Diese Liebe zum Detail. Football-Nerds. Super Klebefix. Starker Stoff. Die Spitze ist verstopft.
Also man kann wahrscheinlich auch kombinieren. Keine Lust, das sauber zu machen. Okay. Vielleicht kann uns ja der Leroy noch irgendwie ein bisschen weiterhelfen, was das Kühlmittel angeht. Hey Leroy. Hey Harper. Um nochmal auf die Autoteile zurückzukommen. Ja? Gibst du mir mal eine Flasche Kühlmittel? Klar, welche? Ah, okay. Lass mal stecken. Ich muss noch mal einen Augenblick darüber nachdenken. Bis später, Leroy. Zur Sicherheit, lasst uns noch mal was nachgucken. Mann. Manchmal sieht man auch den Wald vor Bäumen nicht, ne? Aber das werden wir jetzt sehr schnell herausfinden. Nach was sieht es aus? Nach Rot? Pink? Orange? Es ist halt noch ein Rest drin. Der ist pink. Und da haben wir jetzt zwei Stück. 50-50 Chance im Prinzip. Was ist das? 13 und 18. Hier muss Kühlmittel nachgefüllt werden. Ja. Pink also auf alle Fälle. Ich glaube, hier fehlt etwas Kühlmittel. Hier muss Kühlmittel nachgefüllt werden. Dass wir hier aber auch nirgendwo rausfinden können, welches das war. Nun gut. Vielleicht denke ich jetzt auch einfach viel zu kompliziert, aber man hört ja bei so einem Spiel immer irgendwie um 25.000 Ecken. Ich wüsste nicht, wie ich den Aquariumschlauch hier verwenden sollte. Okay. Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut zusammen. Gut. Lieber nicht. Okay, ich dachte mir, dass ich das jetzt vielleicht irgendwie rausfriemeln kann. Um es dann irgendwie entweder zu untersuchen oder dass das Ding dann halt leer ist. Aber ja, naja, also ich meine, vielleicht gibt es auch nicht mehr als eine 50-50-Chance. Hey, Leroy. Hey, Harper. Um nochmal auf die Autoteile zurückzukommen. Ja? Gibst du mir mal eine Flasche Kühlmittel? Klar, welche? Ich
Ich brauche eine Flasche G18. Sicher? Ich weiß schon, was ich tue. Na gut. Bitte sehr. Danke. Lass uns über was anderes reden. Wie läuft das Spiel? Sieht gut aus. Wir führen. Aber die Raccoons haben eine gute Truppe dieses Jahr. Ist alles möglich. Bis später, Leroy. Sieh zu, Hab. So, dann schauen wir nochmal nach unserem Auto, also nach dem Kranhebel. Ma! Ich kann ihn nicht bewegen. Ist halt die Frage, was man hier irgendwie. Hier gibt's keine Fische zu füttern. Nein, aber. Ich bin nicht hier, um sauber zu machen. Nein, dann klappt das alles nicht. Sieht aus, als würden sie das Spiel in der Hotelbar übertragen. Ich glaube nicht, dass das viele Yelltowner aus ihren Häusern lockt. Ich hätte halt schon gern so eine Thunfischbrose in Öl. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das richtige Kühlmittel habe. Könnte auch das falsche sein. Gut. Mist! Hier fehlen zwei Zündkerzen. Die Kiste ist echt in einem unglaublichen Zustand. Die RHC-Rettungssanitäter schützen ihr. Warum sind sie dann gekleidet wie böse Astronauten? Vielleicht kann die Dame ja noch mal mit uns quatschen. Sind Sie sicher, dass Sie nichts mehr brauchen? Oh, Harper, mach dir um mich keine Sorgen. Ich bin sicher, du hast genug andere Dinge zu tun. Das stimmt. Wir mal, was wir noch hier rumfliegen haben, vielleicht. Hier ist nichts Nützliches. Kann man hier irgendwas zweckentfremden? Im Winter kann es in Yelltown ganz schön kalt werden. Gut, wenn man ein paar Mäntel hat. Ich lasse es besser aus. Ich habe genug andere Dinge zu tun. Igitt, ich sollte hier mal sauber machen. Morgen. Ein Eimer rote Farbe. Also es muss eigentlich was sein, was wir schon mit uns rumschleppen. Es sei denn, ich übersehe jetzt komplett irgendwie ein Teil. Schauen wir doch noch mal im Abfallcontainer, was da so. Seltsamerweise war die Strumpfhose der am wenigsten widerliche Gegenstand da drin. Tja. So ist das. Mit Müllcontainern. Ja, sorry, wenn ich jetzt halt hier die ganze Zeit hin und her renne und vielleicht nicht draufkomme und ihr euch jetzt halt schon die Hände über dem Kopf zusammenwerft, so nach dem Motto: was tut sie? Da steht. Der Wächter von Cardero. Ja, ist schick, ne?
Was braucht ein Kunstwerk, das für die Allgemeinheit aufgestellt wird? Totenkopfhände, aus denen Tränen fließen. Und Monitorköpfe. Na klar. Kunst ist ja immer so eine Sache, ne? Also, was der eine als Kunst empfindet, ist für den anderen einfach nur Schrott. Kaum zu glauben, dass das eins der am wenigsten gruselig aussehenden Hotels der Region sein soll. Also wenn jetzt das gar nicht klappt, dann gehen wir nochmal zum Professor, weil jetzt haben wir ja fast alles. Vielleicht ist ja das letzte Teil bei ihm zu finden oder zu erfragen. Manchmal braucht es ja einen gewissen Fortschritt, damit was passiert. Der Hebel rührt sich nicht. Ja, das wissen wir. Hier ist kein neuer Anstrich nötig. So, wir haben jetzt aber auch nichts mehr dabei. Die Düse der Lackierpistole ist verstopft. Ich sollte sie erst sauber machen. Damit sollte sich die verstopfte Düse reinigen lassen. So. Okay. So, wir haben jetzt ein Farbspray-Dingsbums. Die Lackierpistole bringt mich hier nicht weiter. Keine Lust, das sauber zu machen. Wer wirft einen Fernseher weg? Und dann noch einen mit eingebautem Videorekorder. Ah, okay. Dieses Stromkabel habe ich mir vom Hotel, geliehen. Okay, gut. Dann würde ich an dieser Stelle fast mal sagen, wir machen einen Break bei Unforeseen Incidents. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit dabei wart. Lasst mir den Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge dann herausfinden werden, wie wir diese dämlichen Zündkerzen aus dem Motor pfriemeln können, beziehungsweise wie wir es schaffen, diesen Hebel umzulegen. Ich danke euch fürs Reinschauen und bis bald. Ciao!